Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Bevor wir jetzt allerdings anpacken, einmal kurze Erinnerung, ihr habt noch eine Woche Zeit, um am Gewinnspiel vom Häcksler teilzunehmen. Also wer das Ding haben möchte und noch nicht teilgenommen hat an dem Gewinnspiel, der kann gerne hier in dem Video vorbeigucken oder halt im Video vom letzten Mittwoch. Könnt ihr dann, ich blende das hier unten ein, das Bild, dann könnt ihr das Thumbnail suchen. Da dann einfach mal kurz reinschauen, in die Kommentare schreiben. Ich erkläre da in dem Video alles, was ihr dazu machen müsst. Das ist gar nicht viel. 2 Kommentare schreiben, dann seid ihr schon im Lostopf. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei bei der Verlosung. Und jetzt geht's los. Wir machen ein bisschen was. Aber ihr seht, man kann im dritten Schnellgang quasi fast auf Standgas hier rumfahren. Das ist Standgas. Du kannst halt die Geschwindigkeit relativ gut mit dem Gas regulieren. So, hier sind die Hühnis. Real schon die Klappe zu da hinten. Da sieht man sie ein bisschen. Und jetzt geht's ans Ausmisten. Nicht wundern, dass es so klingt, als wenn der Hoflader einen Motorschaden hat. Das liegt am Noise Cancelling. Das heißt, das Mikrofon will irgendwelche Hintergrundgeräusche rausrechnen. Das habe ich mittlerweile ausgestellt. Zu dem Zeitpunkt war es aktiviert. Dementsprechend klingt das manchmal so ein bisschen, ja, künstlich. Die Kotbretter sind jetzt sauber. Rea hat das hier alles in den Panzer reingeschüttet. Und jetzt probiere ich mal, ob man das Ganze beim IBC-Container auch wieder auskippen kann, weil ich weiß nicht, ob der so hoch kommt. Das kann er fahren, aber nicht, wenn die Hydraulik auf Belastung kommt, dann macht er den Motor aus. Das hat doch mal locker geklappt. Gut reingefallen. Gut reingefallen, ne? Ja. Ja. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten dran. Also näher kann ich nicht. Und die Kante ist aber, weiß nicht, 5 cm drüber. Und alles rausgefallen. Ja. Das ist doch geil. Und ich habe hier auch noch 25 cm Luft nach oben oder so. Das ist doch schlecht nicht. Das ist gut. Das ist meist Stroh tatsächlich mit Hackschnitzel gemischt, was hier rauskommt. Und da hatte er jetzt gerade die Idee, finde ich eigentlich echt gut,
das damit die Löcher aufzufüllen. Seht ihr die Wasserlöcher da? Die Hühner buddeln sich ja immer wieder Wasserlöcher. Und also durch Löcher und da sammelt sich ja das Wasser drin. Und ich glaube, wir kommen durch die Tür durch mit dem Ding. Das heißt, wir können damit, glaube ich, das ganz schön verteilen. Will ich gleich mal ausprobieren. Hier geht natürlich auch ein bisschen was rein. Von daher lohnt sich dann so eine Fahrt. So, Ablenkungsmanöver. So. Funktioniert hat's. Die Schaufel vorne, die müsste ein bisschen, da müsste so ein Reduzierstück rein, dass das Ganze ein bisschen langsamer hoch und runter geht. Die anderen beiden, also sprich diesen Hubtisch und dieses Kippen, das kannst du mit einer Drosselschraube drosseln, den Arm nicht. So, da wäre cool, wenn man da, könnte man ja relativ ganz leicht realisieren, indem du hier halt, kannst mal zeigen. Indem du hier halt, der ist es, glaube ich, Reduzierscheiben zwischenmachst. Dadurch wird das Öl wärmer, ne, wenn du da Reduzierscheiben zwischenmachst, aber auch nur, so oft machst du das ja nicht hoch und runter. Ne? Das würde noch so eine Verbesserung sein, die ich jetzt so hätte. An sich hat es gut funktioniert, passt dir schön durch. Da ist natürlich die Größe wieder ein Vorteil. Ne? Wir machen jetzt mal ein bisschen weiter, melden uns gleich nochmal wieder. Ja, hat doch gut funktioniert. Ja. Jetzt können wir das da reinschütten. Ja, reinschaufeln. Die Gabel. Dann holst du die Gabel? Die Forke, oder? Ja, das wird besser, ne? Das ist das, was wir selber gehäckselt haben, ne? Das ist das, was wir selber gehäckselt haben, ja. Cool. Sehr schön, ne? Alles verwertet. Aus eigener Herstellung, ja. Alles verwertet, genau. Eignet sich auch super, ne? Dadurch, dass es ein bisschen gröber ist. Ja, mal gucken, wie das jetzt ist. Das andere war ja sehr fein. Sehr fein, mal gucken, genau. Können wir mal testen, was besser ist. Hat sie aber auch sehr festgetreten, ne? Ja. Ja, das ist der Nachteil von den Feinen, ne? Mal gucken, das verdichtet sich immer schnell. Genau, wir gucken mal. So, wieder alles schick, wieder alles frisch. Schön Stroh. Die Hühnis können es gar nicht abwarten. Schimmelmäßig, Hackschnitzel, da hatten wir auch schon mal das Thema. Alles gut, kein Schimmel drauf. Ne? Wie schon erwartet, genau, ich tue mal erstmal ein Ei. Dann lasse ich die Hühner jetzt in Ruhe.
und kümmere mich jetzt ums Brennholz. Ich weiß gar nicht, warum ich das Kistendrehgerät vorgebaut habe. Ich hätte ganz vergessen, guckt euch mal die Palette an. Da brauchst du auf jeden Fall nichts mehr erwarten. Kann ich vergessen. Wenn ich die Kiste umdrehe, dann fällt mir die auseinander. Das geht nicht. Also muss das Holz, was da drin ist, in den Panzer rein gefüllt werden. Und dann kommen mir zwei neue Kisten hin. Fragen auch einige. Ja, cool, gute Idee. Mach mal die Kisten auf die andere Seite, Panzer fährst du auf der linken Seite und dann passt das ja mit deinem Kistendrehgerät, weil ich ja diesen Bügel da dran habe, an der linken Seite. Ja, das ist auch wirklich eine gute Idee, aber das Problem ist, dass hier die Deckenhöhe, da geht ja eh schon so schräg, das heißt, die Deckenhöhe ist da noch niedriger und ich muss ja immer dazwischen laufen, zwischen den Kisten, damit ich das Holz da rauskriege. Das heißt, dann würde ich mir noch mehr den Dez aufschlagen und auf der anderen Seite habe ich hier vorne, könnt ihr da hinten sehen, stehen noch Ytong-Steine, Paletten, das heißt, wo der Panzer vorsteht. Ich könnte das sogar, ja, würde passen, aber ich kann da halt nicht mehr so schön drum zulaufen, ne? Um die Paletten. Deswegen ist es eigentlich auf dieser Seite ein bisschen schöner. Es funktioniert ja auch mit dem Kistendrehgerät, so ist es ja noch nicht, ne? Ich habe es ja hinbekommen, alles gut. Natürlich wäre rechts cooler, aber wie gesagt, eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist die blöde Deckenhöhe, dass ich mir dann noch mehr in Dez haue, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich bin ja schon mal froh, dass ich meine Kisten direkt neben die Heizung stellen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das hatte ich ja im alten Haus auch nicht. Da musste ich das ja alles in die Schubkarre, von der Schubkarre durch die Werkstatt in den Heizungsraum und da dann verbrennen. Dann nochmal in die Heizung. Hier kann ich ja direkt vor die Heizung fahren und pack das so in die Heizung rein. Das ist ja schon alles gut. Wie gesagt, ich beschwere mich da auch nicht. Ne? Alles, ich bin sehr zufrieden. Aber natürlich versucht man das immer zu optimieren und ich finde es immer toll, dass ihr tolle Ideen habt. Ne? Auch mit Kistendrehgerät, dies, das, jenes. Deswegen, also alles cool. Aber ich versuche das erstmal weiterhin auf der linken Seite. Ich glaube, ich kann das gerne mal testen auf der rechten Seite, aber das ist halt nicht so, stoße ich mir wahrscheinlich ständig die Birne. Ich muss jetzt mal das Holz leer machen, die Kiste leer machen und dann kommt die neue rein. Alleine was das für eine Erleichterung ist, wenn man sieht, dass ich in einem Zug da jetzt reinfahren kann. Wenn ich überlege, wie ich das mit dem Trecker früher gemacht habe, mit dem Frontlader, da musste ich immer hin und her rangieren. Mit dem Arsch hing ich dann schon wieder in der Hecke drin. Das ist jetzt schon echt klasse. Ich kann da die Palette wirklich bis hinten reinfahren, seht ihr jetzt ja. Das ist schon super, ne? Also eine deutliche Erleichterung. So, Holz ist drin und fällt euch was an den Kisten auf. Klar, okay, wieder eine kaputte Palette, ne? Man kennt das ja nicht anders. Aber ihr seht, wie grün das hier alles ist. Seht ihr das? Innen drin natürlich nicht, aber hier außen ist alles grün. Grün heißt ja, dass das nass geworden ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wie man hier auch wieder sieht, grün, dass das Wasser hier runterläuft und dieser Deckel, der da ja nochmal oben drauf ist, in die Palette fasst und dementsprechend das Wasser ja an dem Holz runterläuft. Wenn man das jetzt quasi hinkriegen würde, dass der Deckel größer wäre oder hier eine Abtropfkante wäre, ne, so ein Deckel richtig. Meine Blechdeckel zum Beispiel, ja, hier ist zum Beispiel eine Plane, das ist glaube ich auch nicht verkehrt, bist ja auch genau am Holz. Aber meine Deckel zum Beispiel sind auch so, dass das Holz, ja, ich meine, da läuft es da nicht runter, da läuft es dann quasi innen drin. Geil ist halt auch nicht. Eigentlich müsste man so Deckel haben, die so eine Abtropfkante haben, ne? Aber naja. Das auf jeden Fall dazu ist mir schon öfter aufgefallen in den letzten Jahren immer wieder, dass da so also es quasi hier grün wird. Das ist immer schlecht, dann heißt es, dass es immer nass ist. Wie gesagt, plane drum zu, finde ich dann immer noch besser wie diese Deckel, weil das Holz dann wenigstens, also weil das Wasser dann wenigstens schon mal außen dran lang geleitet wird, aber am Ende des Tages läuft es dann trotzdem hier runter, ne? Also so richtig die perfekte Lösung habe ich auch noch nicht gefunden. Guck, Opa ist gerade gekommen auf Berliner. Was? Auf Berliner.
Auf dem Berliner. Auf dem Berliner. Opa hat den Berliner aus seinem Arsch. Ne, ist er gekommen auf dem Berliner. Heute haben wir Sonntag und hier. Ja. Meist habe ich dazu Zugange, weil wir uns sonst auch selten sehen. Ja. Dann hier komme ich einmal kurz vorbei. Berliner essen. Im Tee trinken, Berliner essen. Enkelkind und so, wie das immer so ist. Im Tee, bisschen Scheiße labern. Ne? Genau. Und hatte ich gerade Sonntag geben. Richtig. Ja. Da hatte ich gerade den Trecker draußen und sagte, hier, ich habe dein Video gesehen, ich will das mal probieren mit Zwischengas und hin und her. Ist ja, mach mal ruhig, ich kann das nicht. Ja. Und jetzt bist du gerade mal eine Runde gedreht. Ja, nach ein bisschen üben habe ich es hinbekommen. Ja. Also, wir haben zwischen dritten und vierten Gang. Mhm. Dritten war ja anfahren. So. Dann nimmst du den Gang raus. Kuppeln, Gang raus, gucken. Oh, was qualmt. Ja, ich hab die Heizung gerade angemacht. Was ist das, den Joint oder was? Ja, genau. Wo wir die Trecker drüber schon, mir kannst du nicht sehen. Oder staunen. Meine Güte, ne. Der qualmt hier mehr als ich. Ja, was so? Nee, also hier dritten Gang drin. So, kuppeln, Gang rausnehmen und dann Kupplung nochmal wieder kommen lassen. Einmal richtig Gas geben, kuppeln und dann den vierten Gang rein. Dann geht das. Und wie schnell bist du dann noch, wenn nach dem ganzen Geduld? Ja, so dann musst du sehen, dass du ihn bei Laune jetzt auf Touren. Ah. Nee, bin ich aber. Ne? Hat geklappt. Ja, das hat geklappt. Ja, ja, also erst auch nicht. Hm. Und hier, aber nee, das ist, aber die Kupplung, da kannst du auch keinen Tag mehr arbeiten. Dann kannst du gleich hier Wippen und Krankenhaus gehen. Wieso? Neues Knie haben. Warum? Ist das so schwer? Ja. Nö, die kannst du mit der Hand drehen. Ja. Aber du hast so einen komischen Winkel. Ja, du, oder das ist ja auch nicht original. Das wurde ja mal rumgebraten. Aber das kannst du ja mit der Hand. Ja, oder die Menschen waren früher kleiner. Ne, so lahm bin ich. Du bist verwöhnt von deinen neuen Treckern allen. Ich habe Hydrostat, ich brut nicht mehr. Ja, Hydrostat, so. Ich habe Hydrostat, ja. Ja, gut. Aber wir haben das ja netterweise auch aufgenommen da oben. Ich habe die Kamera ja da oben laufen gehabt. Ach, hast du? Ja, sicher. Du Schwein. Ja, versteckte Kamera. Hat er nicht gesehen. Können wir einblenden. Ja. So ist das ja. Siehst du? Ne? Ja. Du darfst dich nirgendwo mehr bewegen, dann wird es aufgenommen. Ja, genau, ja. Richtig. Das ist ja gut. Nee, ja. Dann blenden wir das nämlich ein, ja. Wie du deine Übungen gehabt hast. So, jetzt nehme ich euch einfach mal mit. Oder andersrum, Opa nimmt euch jetzt einfach mal mit bei den ersten Tests mit dem Trecker. Und man merkt halt, dass er von der alten Schule ist. Ne? Das ist einfach so, das dauert nicht lange, dann hat er es gleich raus. Ihr werdet es gleich sehen. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal ein bisschen die Kamera laufen. Nicht wundern, die Kartoffeln sind noch nicht drin in dem Moment, weil das Video ist schon ein paar Tage älter. Und aber ist nicht schlimm, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Wäre jetzt zu schade gewesen, das ist einfach wegzuschmeißen, die Datei. Ne?
Tier, nee, und zwar Opa kannte das noch so ein bisschen von der Bundeswehrzeit. So, und ich war damals bei der Bundeswehr, Kraftfahrer vom Dienst, KVD. Ne? Ja. Und hier, ja, da kann ich euch auch noch Storys von erzählen. Und sind dann auch an den Kameras ja, oder gut. Was? Und Kraftfahrer vom Dienst, und da haben wir noch die alten MAN gehabt. MAN und Magirus. Mhm. Ne? Muss mal gucken. Vielleicht, die heute auf Oldtimer treffen sind, die Bundeswehrdinger. Ja. Die 30, 40 Liter saufen. Ne? Ja. Dann bist du an der russischen Grenze, dann hast du die Saudis hast dann leer gesoffen mit Diesel, weil hier die so am Saufen waren, die ganzen Dinger. Ne? Ja. Und nee, und da mussten wir das auch mit Zwischengas. Und da wusste ich das noch so ein bisschen. Und früher in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, da habe ich noch ein paar Jahre lang so einen Mercedes-Rundhauber gefahren. Ich meinte, das waren 913, ne? Oder 911er. Die Bezeichnungen bei den LKWs sind immer die ersten beiden Zahlen. Die stehen für die Tonnenzahlen. Also wenn du jetzt, wir haben auch bei der Bundeswehr 1017. Mhm. Das heißt dann 10 Tonnen und die nächsten beiden mit 170 PS. Ja, bei Mercedes ist das so, oder? Bei Mercedes ist das so, ja. Und der 913er, das war 9 Tonner mit, oder ja, mit 130 oder mit 111 PS, wenn er 911er. Das weiß ich gar nicht mehr, wie viel der war. Das war so ein Rundhauber, war das noch. Habe ich ein paar Jahre gefahren als Kipper. Und da musstest du mit Zwischengas? Den auch noch mit Zwischengas, ja. Aha. Ja, auch mit Zwischengas. Das war, ja, ich habe den zuletzt total gerne gefahren. Erst als ich da drauf kam, oh Gott, ne Meinung, da konntest du ja nichts sehen. Nee, du hast die Antennen noch gehabt, ne? Ja, da hast vorne die Antennen, hast du da noch und ja. So. Und dann konntest du auch nichts sehen bei dem Teil irgendwo, wo Rand oder Kanz haben will, war, also wo die Enden waren, irgendwie was. Aber zuletzt, du hast dich dran gewöhnt, ne? Ja. Und das war, ja, hast du hier dein Lenkrad, ne? Muss ich mir hier im Drop setzen. Ja. Dann hast du hier dein Lenkrad gehabt und hier war ein Chromring bei drin und das war der Blinker. Aha. Vielleicht findest du da irgendwo ein Bild von. Ja. Das war, den konntest du hier einmal nach rechts hin drehen. Ach so, ja. Den Chrom nach rechts hin blinken und nach links hin blinken. Aha. Das war, ja, für die Zeit war das auch noch für sich schön. Und wann war das, wo du den gefahren bist? Oh Gott, ne, Enno, das war. Wo Weltwehrstreuer war, das war irgendwie 85, 86. Und welches Baujahr sind die Kisten gewesen, die Rundhauber? Die waren um 70 irgendwie. Um 70? 70, ja. Ja, ja, die waren um 70. Ne? Also waren aber eben, 15, eben ja. Halt total robuste Dinger, ne? die Mercedes. Und dann, wo wir bei den alten LKWs sind, damals, das war zum späteren Zeitpunkt, da war ich schon selbstständig, da haben wir mal Erde angeliefert bekommen von einem Unternehmer aus Norden. Und hier, denn hier haben die auch angeliefert mit Mercedes und mit Magirus-LKWs. Und da war das auch ziemlich nass. Und die Mercedes, die, ich weiß gar nicht, woran das lag, im Rückwärtsgang, wenn die da durch den Dreck mussten, die gingen gleich von den Toten ab. Und die Deutz-Motoren, die hielten immer durch. War. Also das weiß ich auch noch früher, wenn ich da mit den 100-06 oder 130-06 irgendwie am Arbeiten war, ne? Die musstest du nur bei Laune halten, sage ich immer, auf Drehzahl halten. Da kamst du durch, auch mit vollen Anhängern und so. Du musst von vornherein den richtigen Gang wählen und Vollstoff. Aber die gehen nicht von der Drehzahl herunter. Und Mercedes, ne? Die hielten das nicht durch. Hielst du nicht irgendwie auf Drehzahl? Hatten die Power nicht. Ja, wo waren wir jetzt überhaupt angefangen mit unserem Gelaber? Ja, und gut. Habe ich da eben erzählt mit, ja, das hast du ja auch aufgenommen. Das habe ich aufgenommen, ja, genau. Ja. Und du sagst ja hier, ja, das habe ich aber, wie gesagt, also auf Kamera, das haben wir eingeblendet. Ja, und dann warst du ja bei den LKWs gelandet, mit dem Rundhauber. Ja, so. Die Rundhauber und die MAN. Und dann waren wir auch mal damit hier, wo waren wir denn, bei Farel irgendwie, da war auch so ein Übungsgelände. Und da waren Spuren drin, ja, Meter tief. Ja. Das war noch während der Fahrschulzeit, da waren wir beim Führerschein. Und da wollte er uns, die hatten wir damals nicht mehr im Einsatz, die alten Dinger, aber hier, er wollte uns auch noch mal zeigen, dass wir auch mit den Alten das Fahren noch mal lernen. Und dann sind wir dann mit dem Gelände gewesen. Und ja, weil ich aus der Landwirtschaft kam und auch immer im Dreck am Wühlen war mit den Maschinen und so. Und dann in den Spuren drin und da hat er nur gesagt, hör auf. Du reißt gleich die ganzen Druckleitungen unten drunter weg. Wa? Der ganze Rahmen, der schliff durch. Ja. Aber der MAN, der zog da durch. Ne? Ja. Und dann waren wir auch mal auf Übung.
ich weiß gar nicht, wo wir da auch noch hin waren, da waren wir auf Übung. Und da haben wir Unimog gefahren. Aber ich kannte Unimog-Fahren auch schon vor. Ja, vor schon und hier eben halt auch, ja, auch von der Landwirtschaft her damals hieß Unimog-Fahren. Ne? Da waren wir im Übungsgelände und da waren die mit einem Fackgerät. Das heißt Feldarbeitsgerät. Das waren damals die alten Allmann-Radlader. Ach so. Hatten die vorher da auch wohl Löcher gegraben. Und neben mir saßen, weiß ich gar nicht, Oberfeldwebel oder wie auch immer, was er immer war. Und hier, der saß neben mir, der war am Fahren. Und da sagte ich, fahr doch mal ruhig durch. Da kommen wir auch mit den MB-Trucks und so fahren wir auch durch mit dem Trecker. Ja, mein Junge. Und ich wusste selber gar nicht, dass das Loch so tief war. Da hatten wir das Wasser bis an den Türen stehen. Und er, du Idiot, ne, war am Schimpfen. Ne, du sagst, da kann er durch und so und das schafft er nicht. Naja, und da wollte er den Motor abstellen. Da standen wir bis an die Türen. Wir sind durch die Scheiben, sind da rausgeklettert. Ne? Wollte er den Motor abstellen und da habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, lass ja den Motor laufen. Sonst läuft das Wasser rein. Ja, sonst durch den Auspuff wäre das Wasser reingelaufen und er hatte seinen Luftfilter oben. Ja, ne? Ja. So, da bekam er ja Luft. Und dann wie so ein Außenbau da. Blub. Ja. Ne? Ja, und dann hatten die auch da so einen alten Kranwagen mit Mageros und so. Naja, dann hat unser hier Vorgesetzter dann gesagt, da macht nichts, dann machen wir gleich eine Übung davon, den wieder rausziehen. Ja. Und hier, nee, das war damals so, eigentlich war das ganz gut, war eine schöne Zeit. Ja. Ne? Viel Blödsinn auch gemacht und so, und aber auch Disziplin gelernt. Ne? Ja. Was die Jungs heute eigentlich auch mal wieder reinhaben müssen. Hat nicht geschadet, das Ganze. Nö, ist auch so. Ne? Hatte ich damals auch keinen Bock drauf, aber. Man hat einen immer angekotzt, das Ganze. Und, ja. Und hier, weil die immer ein bisschen anders denken wie ich. Und hier, ja. Aber am Ende war es auch nicht schlecht, ne? Nee. Ist so. Ja, das war der bei der Bundeswehr. Du, da haben wir die alten VW-Kübel noch gefahren. Ah. Ne? Und ja. Dann hatten wir damals die VW-Käfer noch. Die soffen auf wie ein Loch. 13 Liter nach Osnabrücken. Ne, ja. Mit dem VW-Käfer. Und hier, dann mussten wir die Amis immer fahren, nach Bremerhaven hin. Da hatten die einen Stützpunkt, wo die einkaufen konnten. Und wir als KVD sind dann da hingefahren. Oder ganz nach Pirmasens sind wir dann hingefahren. Ne. Und da war einer auch hinten drin am Schnarchen. So. Ach, ja. Und Holger Tautz, mein Kollege, der neben mir. Und der war am Popcorn essen. Und er war hinten am Schlafen, ne? Und er hat versucht mit Popcorn, genau seinen Mund. Und er. Ja, wir haben nur Blödsinn. Oh Mann. Ja, da bin ich einen Tät wieder. Du, ja, ne? Ja. Ja, siehst du. Und cool. Du, ja, mit deinem alten Trecker hier, da musst du ihn üben. Ja, mach ich auch. Was? Vielleicht haben wir ein neues Getriebeöl drauf. Du sagst ja, ich hab schon gesagt, du sagst, der leckt nicht. Hat er überhaupt Öl drauf? Das weiß ich ja, ne? Nicht. Ja. So wie mein 844. Gar keine Öl kannst nicht gelegen haben, war ja nichts drauf. War. Richtig, genau. Ja. Restlichen Öl habe ich schon gemacht. Motoröl, Einspritzpumpe, alles. Aber wo kannst du hier den stopfen oder wo guckst du da rein? Da? So, weiß ich nicht. Du hast ja nur befüllen, ne? Denk ja, mal. Aber da kannst du auch. Da ist aber ja kein Beilstab drin. Du kannst den Klo reinstecken. Haben wir früher auch so gemacht. Da sind ja die ganzen Zahnräder runter, ne? Ja, und? Kommst du da nicht durch. Auch oder? Wenn du Tankmessen tust und ja, so. Vollstoff. Habe ich hier Zollstock oder wenn du auf dem Feld bist, einfach Strohhalm nehmen, hier reiten oder Schilfhalm und den eben reinstecken. Und dann weißt du, wie viel da noch drin ist. Richtig. Meist bei den alten, die Tangonen und so gehen ja nicht. Ja, Deutz hatten die ja meist gar nicht, ne? Tangonen. Nö, aber die brauchen noch keine. Deutz braucht so wenig die. Ja, sagst du ja, ne? Einmal im Jahr nachtanken, so ungefähr. Ja. Mein Nachbar, der hat noch schön 50-06. Hier, Armin. Der gefällt mir auch wohl. Schöne Größe. Ja. Der ist nicht viel größer wie dieser Trecker, aber 50 PS. Ja, aber du machst ja einen Staubsauger ja nicht. Doch. Aber nicht dein 68-06, Wies, das meine ich nicht. Warum nicht? Der ist zu groß und klobig. Ja, aber Johannes, kommt da gut mit zurecht. Ja, kommst du. Ah, ja, aber schön ist er nicht. Ne? Da sind die anderen Hanniger. Ja, Der kommt da gut mit zurecht. Ja. Ja, so ist er, Mio. Siehst du wohl. Gut. Dann hier war es das schon wieder für dieses Video. Ja. Hatten wir noch eine Geschichte von Opa sogar noch dabei. Ja, was Opa also in seinem Leben erlebt hat, war. Oh, oh, oh. Genau. Normal hätte ich ja mal ein Buch von schreiben müssen. Ja, richtig, war. Genau. Ja, da haben wir wirklich hier so Storys erlebt. Oder auch im Winter mal hier. Ich höre dir zu. Du hörst mir zu. Ich höre dir zu.
Im Winter auch mal, da weiß ich auch noch, da hatten wir da in Wangerland-Kaserne war ich, Hohenkirchen. Vielleicht war einer von, der eine oder andere von euch auch da, irgendwo, ne? In der Wangerland-Kaserne. Heute ist das ja dieser Spielpark, Erlebnispark Wangerland. Und ich meinte, im Moment sind da Flüchtlinge drin untergebracht. Ach, da war eine Kaserne früher? Ja, das war eine Kaserne. Ne? Okay. Nee, Wangerland-Kaserne. Und dann waren wir auch mal im Winter. Ja, da war, wie das so ist, die Jungs beim Bund. Und damals, ja, einer hat den schönen Opel Ascona bekommen. Und dann war das so glatt, außen und zu um den Hals. Und dann die Schleudern, Handbremse anziehen und in eine Runde, wa? Ja, und das konnte ja nicht gut gehen, der ganze Scheiß. Und was war, hat er, glaube ich, schöne neue Alufelgen oder Stahlfelgen, was das waren. Und genau hinten gegen Bordstein, bam, Torfelgenbuhl, ja. Da war es aus. Gut. Hat er mal dumm geguckt. Ja. Und hier, dann habe ich da auch noch mal, ich kann ja nicht Opto vertellen, verschärfener Rest hat Opa sich da mal eingeheimst. Wie hast du das gemacht? Wie? Ja. Da wollte im Winter ein LKW nicht anspringen. Und wie das so war, nach Bauernmanier, ja, eben Stange dran und dann einer da rein, Stange dazwischen, den kriegen wir zu Gange, das ist ja kein Problem. Eben anschleppen. So. Und einer mit dem LKW rückwärts. So. Aber rückwärts fahren musst du beim Bund immer einen Einweiser haben. Ja. Alleine ist man ja nicht fähig, so ein Ding zu fahren. Ja. Ne? So. Und hatten wir ja nicht gemacht, wir wollten nur Dinge ankriegen. Einer da einen LKW und ich habe den zurückgezogen. Da kam gerade Schmitti, unser Fahrlehrer, Oberfeld. Mhm. Falls er noch lebt und das sieht, Schmitti, schöne Grüße. Ja. Ne? Und hier kam der um die Ecke, hat das gesehen, rückwärts fahren, wo ist euer Einweiser? Und da lief da gerade, wir nannten die früher auch immer Rotärsche, die gerade angefangen waren. Kennst du auch noch Rotarsch? Nee, das kenn ich nicht. Nee. Ja, die kamen aus der Grundausbildung, die hatten Arsch noch rot. Ne? Ach so. Und hier Rotärsche. Kam da einer an und hier, ne, du warst unser Einweiser. Ne? Da hat er auch erst gesagt, Einweiser wäre er gewesen und allen. Und hier, denn er wollte sich aber gerne verpflichten. Und da haben sie ihn weich gekocht und da hat er natürlich klein beigegeben. Mhm. Was habe ich bekommen? 10 Tage verschärften Arrest. Oh. Aber ich war ja nicht zu halten. Nur weil du keinen Einweiser hattest, oder? 10 Tage Arrest. Satan. Und weil wir gelogen hatten im Alter. Ach so, ja. Und ich war da ja nicht zu halten. Nee. Und dann abends erst mit anderen rausgefahren aus der Kaserne, morgens wieder mit rein. Zuletzt war ich so dreist, mich selber rausgefahren. Ja. Letzten Abend, was war? An der Wache vorne rausgefahren, sie dürfen noch gar nicht herausfahren. Zack. Nochmal 11 Tage hinterher. Nein. Ja, aber die 11 Tage hat denen auch nichts genutzt. Da hatte ich da gerade deine Mutter kennengelernt. Ja. Ne? So, und da war ich ja nicht in der Kaserne zu halten. Ne. Da musste ich ja da hin. Ne? Ja, richtig. Und hier, da habe ich was drauf geschissen. Ja. Zuletzt über den Zaun und weg war ich. Ja, das hat den feinen Titel gehabt. Ja, ne? Ja. Ja, wirklich, über den Zaun. Ja. Und dann bin ich weg. Aus. Ja. Ne? Nicht schlecht. Ja, und dann hatten wir auch wie das damals so war, wir waren ja auch in der Fahrbereitschaft und so und an Sprit und so kamen wir auch ja mal ran. Und Bernie kannten wir auch ja von der Tankstelle. Ja. Freitags Auto soll er auftanken. Mhm. Da ein paar Liter mehr draufgeschrieben, da ein paar Liter mehr. Oh, aha. Ja, und dann Waschanlage und hier rein und dann wurden unsere Autos vollgetankt. Aber ja, ich muss sagen, da habe ich festgestellt, die alte Plörde beim Bund, die taucht nichts. Ist die Anna? Ja. Oder war die anders, ja? Ja, ist, als wenn es Wasser ist. Die saufen die Fahrzeuge von ohne Ende. Ne? Okay. Also bestimmt hat das Auto 6, 7 Liter nicht, aber ihr bestimmt, sag ich mal, 3 Liter mehr von euch gebraucht. Ja. 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 Okay. Ja, das war Opa seine Jugendzeit. Vielleicht wissen da auch noch ein paar Zuschauer was drüber. Ja, bestimmt. Ja. Und erinnern sich dran. Sind ja ein paar, ich lese das ja mal, ich lese eure Kommentare immer gern. Ja. So hier, die, sag ich mal, von meinem Alter sind. Was? Mhm. Wir sind die Boomer-Generation. Ja, genau. Ah. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen hier im Fernsehen gesehen, hier Mucke, 80er Jahre. Ja. Ne? Neue Deutsche Welle und alles. Hm. Ja, was wird das? Ein feinen Tiet. Ja. Oh, 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 oh. Kennt einer von euch noch in hier Karolinsiel, Halle Reverence? Vielleicht war der eine oder andere früher. Halle Reverence? Halle Reverence von euch auch. Ja, die ist jetzt abgerissen, das so. Ding. Ne? Ja. Also, oder existiert die noch, weiß ich gar nicht, oder ist irgendwie was anderes da. Ja, auf Autos oben getanzt. Ja, wa? Ja. Das wär,
Skandal um Rosi. Ne? In München steht ein Hofbräuhaus. Ja, genau. So, Freudenhäuser müssen raus. Wie ist die Nummer? Was? Die Nummer von Rosi? Gestern Abend hatte ich die Nummer im Kopf. 93 16 8 oder irgendwie so, was? Irgendwie so was wäre das. Ja. Okay. Ja. Siehste. So, dann machen wir aber auch Schluss jetzt. Ja. Also in diesem Sinne. Euch einen schönen Sonntag, ne? Also in diesem Sinne, schönen Sonntag, schönes Wochenende, wie auch immer. Und nicht weitererzählen, was Opa euch erzählt hat. Ne? Kein Geheim. Tschüss.